Finde ich sehr gut. Dass viele mithelfen, finde ich klasse. Da ich selber nicht betroffen bin, möchte ich gerne anderen helfen. Also ich meine, es wäre schön, wenn man Hilfe braucht, dass man dann auch welche kriegt. Und warum soll man nicht helfen, wenn man Kapazitäten frei hat? Das merken wir wieder ganz deutlich. Es haben sich auch wieder Leute bei uns im Lagezentrum des DRK-Landesverbandes Sachsen gemeldet. Also die Solidaritätswelle geht wieder los. Ich bin Thomas Mende, Sprecher der Dresdner Feuerwehr. Ich möchte mich an dieser Stelle schon bei allen Dresdnerinnen und Dresdnern bedanken, die uns aktiv unterstützen bei der Hochwasserabwehr. Natürlich auch ein herzliches Dank an unsere Einsatzkräfte der Feuerwehren, ob das die Dresdner sind oder die Kolleginnen und Kollegen, die uns hier unterstützen. Ja, an der Stelle kann man noch mal ganz ausdrücklich sagen, dass die Dresdner Bevölkerung uns äußerst freundlich hier aufgenommen hat, äußerst hilfsbereit ist. Wir kriegen Brötchen gebracht, wir kriegen Süßigkeiten gebracht und natürlich auch an den Sandsackbarrieren, wo plötzlich Menschen ankommen, ihr Fahrrad beiseite stellen und mit anfassen. Das ist ganz große Klasse. Ich kann nur sagen, danke an die Feuerwehrkameraden und auch an die Rettungsdienste, die dann auch zur Stelle sind, um den Menschen zu helfen. Das verdient unser Respekt und unser Dank. Wir möchten uns einfach auch nochmal bei den Dresdnern ganz doll bedanken für die unheimliche nette Aufnahme, die wir hier erfahren. Man muss schon sagen, das ist Gänsehautfeeling. Das erlebt man nicht überall. Ich finde das richtig gut, dass man den Zusammenhalt so sieht. Das zeigt die Solidarität unter Menschen, wenn man sieht, wie viele Leute hier stehen und wie viele Leute hier anpacken, um Dresden zu helfen. Das ist schon unglaublich. Egal an welchen Stellen wir gemeinsam oder auch einzeln unterwegs waren, kann man auch eine gute Stimmung erkennen. Alt und Jung ist dabei, aber auch, muss ich deutlich sagen, die Hilfskräfte, die uns von außen im Moment schon zur Verfügung stehen, ob Bundeswehr oder auch von den anderen Hilfsorganisationen, Partnerstädte, Hamburger Feuerwehr und andere sind schon seit einigen Tagen bei uns und das funktioniert hervorragend. In solchen Zeiten schweißt das einfach auch mal richtig zusammen. Das tut auch sehr gut, denke ich, für die ganze Gesellschaft. Radio Dresden. Wir lieben Dresden.